herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andi TV. Ich befinde mich wieder im schönen Alanya und beziehungsweise etwas oberhalb von Alanya. Das ist genau da hinter mir oder hinter euch. Ja, wo ich hier bin, was das hier ist, zeige ich euch jetzt mal. Und auch, wie ich hier hochgelaufen bin. Ich bin das erste Mal in meinem Leben hier hochgelaufen. Sonst mal mit dem Auto hochgefahren. Das war sehr anstrengend, diesmal das zu laufen. Viel Spaß. Finden wir uns auf dem Weg nach oben. Was man hier im Film nicht sieht, ist, wie steil das hier hochgeht. Also das sieht hier harmloser aus, als es in Wirklichkeit ist. So, jetzt zeige ich euch mal den Weg nach oben. Da am Hotel sind wir losgegangen. Da durch die Häuser durch. Durch die Bananenplantage da vorne vor, wo der Weg da durchgeht. Dann da hoch. Da in den Steinbruch rein, der da jetzt ins Bild kommt. Aber vor dem Steinbruch dann rechts und dann den Weg da hoch zu diesem Wasserbunker dahin. Da durch die Pinienwälder durch. Das war auch der Abschnitt, wo ich eben gefilmt hatte. Dann sind wir hier oben jetzt auf halbem Weg, kann man sagen. Müssen wir hin, da in diese Ruine, das ist unser Ziel. Ich war erstmal hier so halb auf halbem Wege, naja, auf dreiviertel Wege, sag ich mal, diese alte Kirche hier. Die kannte ich bis dato auch noch nicht, die habe ich zum ersten Mal jetzt gesehen. War aber leider verschlossen, wir können mal drauf zugehen jetzt, aber die ist leider verschlossen, kommen wir nicht rein. Schade eigentlich. Interessant sind diese griechischen Inschriften hier oben. Ja, wir sind am Ziel angekommen. Das ist unser Ausblick auf den Burgberg Alanya. Herrlich. Und jetzt stehen wir hier vor dieser alten Ruine. Was das ist, was das war, keine Ahnung. Ja, soweit also die Impression von hier oben. Und jetzt zeige ich euch mal, ich bin jetzt, also heute ist der 24. Dezember 2013. Und jetzt zeige ich euch mal, wie tot Alanya im Winter ist. Ich meine, ich kannte das mal nur bisher vom Sommer. Die Strände da unten, was man da so sieht, waren immer voll. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es im Winter aussieht. Viel Spaß dabei.
Ja, da entwickelt sich tatsächlich ein Tornado. Das ist aber sehr weit draußen auf dem Meer. Das haben wir hier in Alanya gar nicht so mitgekriegt. Und was wir mitgekriegt haben, sind die sehr hohen Wellen, die hier gerade am Strand auflaufen. Sehr spektakulär, kann ich euch sagen. Übrigens, nach dieser Szene hatten wir noch ein Erdbeben. Das war auch nicht schlecht. Jetzt sind wir mal auf dem Burgberg, wo hier normalerweise ganze Busladungen an Touristen hochgekarrt werden, ist hier heute auch gähnend in der Leere. Ich habe also den ganzen Burgberg hier heute für mich alleine. Auch nicht schlecht. Hier nochmal ein Blick auf den Kleopatra-Strand, jetzt hier oben vom Burgberg aus, wo im Sommer also wirklich kein Platz mehr zu finden ist. Ist jetzt hier gähnende Leere, einige baden zwar. Ich wünschte mir wirklich, ich hätte im Sommer so viel Platz wie jetzt hier im Winter. Da der Sessel steht, da habe ich eben meine Anmoderation gemacht. Schwenken wir mal zurück. Da sehen wir das ganze Objekt. Würde ich gerne kaufen und mir herrichten. Das hätte was. Träumen darf man ja mal. Jo. Wir stehen auf so einem vorgelagerten Hügel hier. Und da ist nochmal Alanya. Ganz da hinten ist Gazi Pascha, wo jetzt auch ein Flughafen ist. Da sehen wir den Burgberg. Da vorne vor den Kleopatra Beach. Wie ich bereits euch gezeigt habe, alles ein bisschen tot jetzt, weil wie gesagt, heute ist der 24.12. Wir sind hier im Winter. Für mich ist das zwar noch warm, aber gut. Die Türken morgens halt ein bisschen wärmer. Ja, irgendwo da unten ist unser Hotel. Da gehen wir jetzt wieder hin. Runter. Und ich sage, was wir gucken jetzt, ich sehe es noch nicht. Da ist der Luna Park. Ein Stück weiter Richtung Antalya. Müsste irgendwo unser Hotel sein. Die Sonne blendet jetzt so, das sieht man kaum. Und ich sehe es jetzt nicht. Doch, da. Da drüben. Da ist das Royal Hotel, wo ich wohne. Da müssen wir jetzt wieder hingehen. Circa 500 Höhenmeter. 10 Kilometer Fußweg. Ja. So, mit diesem wunderbaren Ausblick verabschiede ich mich heute für euch, von euch.
Ich wollte euch erst noch ein paar Sonnenuntergänge von hier oben zeigen. Das wäre traumhaft gewesen. Leider hat es hier zu viele Wolken. Das wird heute nichts. Ja, würde mal sagen. Ach ja, da unten ist übrigens ein neues Amphitheater. Da würde ich gerne mal was, vielleicht mit Flunderball zusammen, aufführen. Aber ich glaube nicht, dass die Lust dazu haben. Aber ich hätte Bock dazu. Egal. Wie gesagt, ich verabschiede mich von euch. Ja, und würde sagen, habt eine schöne Zeit. Ich genieße die Sonne und werde mich langsam auf dem Rückweg da runter machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.